Den nächsten Neumond im Tierkreiszeichen Fische steht vor der Tür. Es wird ein sehr interessantes Neumond sein. Erstmal ein paar Daten. Am 20. Februar um 8.05 Uhr, also frühmorgens, im zweiten Grad Fische findet der letzte Neumond in diesem astrologischen Jahr. Bekanntlich ist es so, dass am 20. Februar beginnt der neue astrologische Jahr, ein neues astrologisches Zyklus, und es ist damit verbunden, dass die Sonne in das erste Grad des Tierkreiszeichens wieder wechselt, und es ist ja bekanntlich, dass wieder der erste Tierkreiszeichen ist in dem Zodiakkreis. Deswegen, Fische ist der letzte Tierkreiszeichen im Zodiakkreis und der Neumond in Fische ist der letzte Neumond in diesem Jahr. Für welchen Zeitraum gilt jetzt die Information, die ich dir ganz gerne jetzt vermitteln würde? Es handelt sich um den Zeitraum von dem 20. Februar bis zum 21. März. Wir haben ausreichend Zeit, uns damit zu beschäftigen, was ich jetzt über Neumond in Fische dir erzählen werde. Wir haben bei diesem Neumond eine wichtige Konjunktion mit dem Saturn. Es ist bekannt, dass am 8. März übergeht der Saturn vom Tierkreiszeichen Wassermann in das Tierkreiszeichen Fische. Neumond im Fische findet schon im zweiten Grad, um ganz genau zu sein, erstes Grad 22 Minuten im Fische. Es ist aber eine sehr, sehr kleine Differenz. Das ist jetzt nicht eine direkte Konjunktion wie zwischen Mond und Sonne. Dennoch, die Energie des Saturns werden wir innerhalb von diesem Mondmonat spüren. Über den Saturn im Fische werde ich in einem extra Video erzählen, weil es handelt sich um einen sehr langfristigen Zeitraum, und zwar von dem 8. März 2023 bis zum 14. Februar 2026. Und diese Energie des Saturns im Fische, da gönne ich mir ein extra Video. Das ist sehr wichtig, dass wir das alles berücksichtigen. Die Energie des Saturns wird es beeinflussen. Zuerst möchte ich über die Energie dieses Neumondes sprechen. Was ist das Ausschlaggebendste, das Bedeutendste, das Besonderste bei dem Tierkreiszeichen Fische? Es ist so, dass für die meisten von uns, das sind die Energien, die ziemlich schwer zu interpretieren sind. Vielleicht auf der emotionalen Ebene können wir das besser wahrnehmen, aber es in die Wörter zu fassen, ist relativ schwer. Ich versuche es aber. Es geht während dieser Zeitraum, nochmal 20. Februar bis 21. März, es geht darum, dass wir nicht unbedingt uns um das Äußere kümmern. Es ist jetzt eine tolle Zeit, in sich selbst zurückzukehren, weil manchmal verbringen wir zu viel Zeit mit den äußeren Erscheinungsbildern von sich selbst, wie wir aussehen, wie ist unser Gewicht, was trage ich, wie nehmen mich die anderen wahr. Und jetzt ist das tolle Zeitpunkt, und auf das Inneres zu hören. Und es kann sein, einerseits, dieser Aspekt mit dem Saturn kann uns helfen. Ich erkläre gleich, wie es uns helfen kann. Andererseits kann es sein, vor allem wenn du sehr viele Planeten in den Wassertierkreiszeichen hast, das ist zum Beispiel im Krebs, im Skorpion und im Fischer, kann es sein, dass du in beinahe so Richtung Trüberstimmung bist, dass die Stimmung so ein bisschen zäh ist und dass es schwer ist, so richtig vorwärts zu kommen, weil vorher waren wir in den feurigen und luftigen Energien und wir waren bereit, einfach irgendetwas zu probieren. Okay, das hat nicht geklappt, hat jetzt nichts mit mir zu tun, ich probiere es nochmal. Wenn viele Planeten in den Wassertierkreiszeichen bei dir stehen und vor allem im Fische, kann es sein, dass du dich etwas niedergeschlagen fühlen wirst, dass du denkst, dass du etwas falsch machst und deswegen klappt das nicht und so weiter. Ich möchte dir und allen, die das Video anschauen, von ganzem Herzen empfehlen, in sich selbst zurückzukehren, aber nicht zu verfallen. Das sind sehr spirituelle Energien, sehr zarte Energien. Und es ist wichtig, dass wir auch das genießen und dass wir auch diese Gefühle, die in uns sich aufgesammelt haben, wahrnehmen.
Und jetzt zu dem Saturn. Saturn bekanntlich macht alles ein bisschen trüber, kann sogar ein bisschen einfrierend wirken, aber es kann auch stabilisierend wirken, weil Saturn, das ist unsere Basis, unsere Grundlage. Es wäre schön, wenn du während dieses Mondmonat bestimmte Gefühle in dir entdeckst, die ein Basis für etwas Neues werden können. Also es kann, meinetwegen, es kann auch Wut sein. Aber ich bin eher für die konstruktiven Gefühle, jetzt Liebe, Kreativität, Schöpfung und so weiter. Aber jeder von uns ist unterschiedlich. Wir sind alle individuell und wir haben innerhalb des Jahres auch unterschiedliche Erfahrungen gehabt. Manchmal Wut kann tatsächlich in ersten Schritten so eine Art Basis sein, um den nächsten Schritt zu machen, um eine Entscheidung zu treffen, dass du so, wie es nun mal vorher warst, nicht mehr sein solltest. Und dafür ist Wut sehr gut. Also bitte Wut nicht mit Hass zu vergleichen und nicht gleichzusetzen. Das sind absolut unterschiedliche Energien. Wenn ich sage Wut, das ist dieses vielleicht so ungeduldiges, also jetzt nicht mehr so. In dem Sinne habe ich jetzt die Energie Wut rein interpretiert. Und Saturn kann dir dann helfen, aufgrund dieses Gefühls oder diesen Gefühlen, was du in dir entdeckst, eine neue Plattform zu setzen und auf Basis dieser Gefühle vorwärts zu kommen. Deswegen, es ist ein sehr, sehr schönes Neumond. Ich werde auch auf meine Gefühle hören. Ich bin momentan relativ ausbalanciert, also ich kann jetzt kein einziges Gefühl so interpretieren, dass da etwas heraussticht. Aber mal schauen, wenn es dann soweit ist, dann werde ich bestimmt in mir bestimmte Gefühle wahrnehmen, die mich ebenfalls weiterentwickeln und weiterbringen. Für all diejenigen, die jetzt natürlich Sonne im Fische haben, Mond und ich würde auch Venus dazu zählen. Und kann es sein, dass sie dieses Neumond besonders intensiv und sensitiv, sensibel wahrnehmen. Deswegen seid einfach darauf vorbereitet und versucht die Gefühle, vielleicht auch negative Gefühle, die in euch entstehen, auf die höhere Ebene, auf die höhere Oktave so zu erhöhen, damit sie sich Richtung Licht bewegen. Und am Ende möchte ich dich darauf hinweisen, dass all diejenigen, die sich mit dem Meer, mit Wasser beschäftigen, deren Beruf jetzt mit Schifffahrten oder etwas mit dem Wasser zu tun haben, ebenfalls Parfümerie, Chemie, vielleicht etwas im Labor, dass ihr während dieser Zeit in guter Stimmung seid und vielleicht darauf achtet, dass ihre Stimmung sie nicht ins Gefahr bringen. Weil es ist dann alles so ein bisschen überladen von dem emotionalen Hintergrund. Aber ich möchte, dass ihr alle gesund und fit und glücklich bleibt während dieser Zeit. Deswegen, genau, achtet auf eure Gefühle, damit es einfach nicht überrollt. Zusätzlich, es ist wichtig, dass wir in Bewegung bleiben. Wasser kann wirklich so als schwer empfunden werden. Wir lieben das Meer, wir lieben das Ozean. Das Wasser verzaubert uns und je mehr Wasser wir vor uns sehen, desto mehr verzaubert sie uns. Aber sie kann uns wirklich so Richtung Boden auch nach unten ziehen und das haben wir zu vermeiden. Unter der Berücksichtigung auch, dass der Saturn Energie ebenfalls ausstrahlt und eventuell unsere Stimmung trüb machen möchte. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir in Bewegung bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass manchen von uns wird es schwer, sich in Bewegung zu bringen, weil man möchte sich eher lieber vielleicht mal hinlegen unter der Decke. Es ist noch kalt, das Wetter ist noch so, dass es nicht jeden Tag die Sonne strahlt.
Dennoch ist es wichtig, dass sie in Bewegung bleiben. Es muss jetzt keine Kraftübung sein. Also wir vergessen es nicht, Mars befindet sich immer noch im Zwillinge und das ist ebenfalls ein Tierkreiszeichen, der nicht unbedingt für Kraftsport steht. Also es können abwechslungsreiche Tätigkeiten sein. Man muss sich jetzt nicht festlegen und sagen, okay, wenn dann nur das und ich möchte nichts anderes probieren, doch experimentieren Sie, suchen Sie auch vielleicht der Sport zu dem Zeitpunkt, wo Sie, nach was Sie jetzt Impuls haben. Und natürlich alles, was Yoga angeht. Man muss sich von vor allem diejenigen, die damit noch nie angefangen haben oder nie probiert haben, das klingt immer so erschreckend, Yoga, oh mein Gott, schon wieder. Aber das kann wirklich Spaß machen und vor allem, es gibt so viele verschiedene Arten von Yogas und so viele verschiedene Übungen, die tatsächlich unseren Kreislauf in Bewegung bringen und das ist ja das, was ich dir empfehlen möchte und dich nicht erschöpfen. Ich wünsche dir tollen Neumond. Ich bin sehr positiv angestellt, was die Energie dieses Neumondes angeht und ich wünsche dir, kreativ zu sein. Vielleicht auch Experimente mit ätherischen Ölen zu machen. Wenn deine Gedanken und Gefühle etwas trüb sind, dann denk daran, dass die ätherischen Ölen mit Zitrusfrüchten, vor allem mit Orangen, deine Laune dir verbessern können. Neptunfische stehen für die Parfümerie, für die Chemie. Also ist es jetzt, ich gehe davon aus, dass man jetzt relativ leicht natürliche ätherische Öle finden kann, aber dieser alchemische Prozess, das eine mit dem anderen zu verbinden, sodass etwas Drittes entsteht, das ist ebenfalls neptunianische Energien und deswegen dieses Schöpferische, dieses Kreatives kannst du toll während dieser Zeit ausleben. Ich wünsche dir weiterhin gesund zu bleiben, motiviert zu bleiben. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann musst du das auf jeden Fall tun, weil es ist hier bei mir sehr interessant. Bis zum nächsten Mal.